So, meine lieben Freunde, heute bekommt ihr die Geburtsjahreszahlen für das chinesische Horoskop präsentiert. Sucht euch bitte euer Geburtsjahr heraus und dann weiß jeder für sich, welches chinesische Tierkreiszeichen er ist. Ich hatte euch in meinem letzten Video schon mit einer Kurzprognose einen Eindruck über das chinesische Horoskop gegeben. Aus meiner jahrzehntelangen Erfahrung kann ich euch mitteilen, dass dies sehr interessant sein kann und von erstaunlicher Genauigkeit geprägt ist. Du und wir sind das westliche Horoskop gewohnt, doch ich empfehle dir, dich mal etwas genauer mit dem chinesischen Horoskop zu befassen. Und du wirst überrascht sein. Wenn du dein Geburtsjahr anhand der Auflistung herausgesucht hast, weißt du, welches chinesische Tierkreiszeichen du bist. Nach dem chinesischen Mondkalender basiert der Zeitablauf auf einem 12-jährigen Mondzyklus, wo jedes Jahr ein anderes Tier präsentiert wird. Man geht davon aus, dass die Menschen, die in einem bestimmten Tierjahr geboren wurden, verschiedene Attribute des jeweiligen Tieres besitzen. Die Tierkreiszeichen, die für diese Geburtsjahre gelten, wiederholen sich in weiteren 12 Jahren erneut. Bei meinem nächsten Video weiß dann jeder, welches Tierkreiszeichen er ist und kann sich die jeweiligen Horoskope anhören. Viel Spaß! Eure Deria.